Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler, das Erbe der Könige. Wir befinden uns in Folklung. Und ich genieße gerade diese schöne Musik. Die ist ja soeben losgegangen. Ich habe das Spiel gerade wieder gestartet. Denn ich hatte ja vor ein paar Tagen das letzte Mal aufgenommen. Und, diese Musik ist gerade einfach herrlich, finde ich. Oh. Ist doch schön, oder? Okay, ist jetzt natürlich zweitrangig. Wir müssen uns um die Mission kümmern. Hier ist Folklung und ich glaube, eigentlich schaffen die das hier oben doch alleine. Soll ich die wieder zurückholen, ne? Zumindest Pilgrim hole ich zurück, weil wir hier unten noch den Eisenschacht haben, den wir aufsprengen müssen. Und wir haben auch Bauernhöfe zu wenig und so weiter und so fort. Also Steinmetzhütten haben wir, Schmiede haben wir eine, da wollten wir noch eine bauen. Dafür haben wir jetzt auch genügend Rohstoffe, deshalb mache ich das doch glatt mal dahin. Ja, der Verbündete ist nicht in Schwierigkeiten, lass ihn doch einfach da. So, Sägemühle, Ziegehütte haben wir, Alchemistenhütte haben wir. Dann haben wir soweit alle Veredelungsgebäude, dann können wir uns um den Rest kümmern. Geht leider nicht. Zu wenig Lehm. Lehmhacken, wo war noch Lehm? War hier nicht noch irgendwo Lehm? Hier ist ein Siedlungsplatz. Den schnappen wir uns mal. Nein, schnappen wir uns natürlich nicht, weil wir wieder nicht genügend Leben haben. Also ist das doch super. Dann holen wir uns halt Eisen. So, super. Hier, Pilgrim, bleib mal da stehen. Oh, hier ist auch noch ein Eisenschacht. Mensch. Keine Angst, ich verstehe was. Ist ja witzig. Ich wollte ja sowieso hier oben mal die Gegend erkunden. Das war doch so. Dem war doch so. Dann lauf mal hier hin, Erik, und... guck mal, ob du vielleicht was Schönes findest. Man weiß ja nie, was da nur so alles gibt. So, hier sehen wir auf jeden Fall den Weg. Da müssen wir durch. Ich sehe hier, ich guck mal kurz, wie lang. Hier sieht man noch andere Sachen, ne? Naja. Man kann hier auf jeden Fall auch irgendwo lang. Ist doch super. Hier ist auf jeden Fall ein großes Gebiet. Wahrscheinlich, wir müssen ja irgendwie den Hauptmann gefangen nehmen. Wahrscheinlich treibt er sich irgendwo hier so rum. Da müssen wir dann natürlich, uns irgendwie durchschalten und durchrauschen und was auch immer. Haben wir was Schönes zu erforschen? 200 Eisen und 200 Taler. Nee, Eisen wird noch, verdingst. Soll ich mal ausbauen? Na komm, hier, erstmal ausbauen. Und dann können wir den Rest weitermachen. Erik, was hast du gefunden? Ja, Eisen. Ist ja super. Ja, und hier ist ein Schacht, wie ich sehe. Ein Schacht. Ja, ja. Lehm. Komm, wir brauchen Lehm. Ein Schwefelschacht. Auch in Ordnung. Schwefelschacht in Ordnung. Nehmen wir alles mit. Wir nehmen doch alles mit. Ach, den Verbündeten. Was machen die auch hier unten? Mensch, das ist doch klar, dass ihr da nicht durchkommt. Leute, ehrlich mal. Wer hat euch das beigebracht? Kämpfen will gelernt sein. Oh, hier sind auch Steine. Die können wir auch noch wegsprengen. Mensch. Mensch, ist das vielleicht sogar eine Abkürzung? Das sieht mir ja ganz wie eine Abkürzung aus. Leute, ich glaube, das probieren wir dann irgendwann mal aus. Ach, verdammt. Bevölkerungslimit erreicht. Ich glaube, das probieren wir auch glatt bald mal aus hier, ne? So, Dorfzentrum. Zack. Denn sein muss. Ja, es muss sein. Ich wollte vorhin die Hochschule bauen, ne? Ich bin ja deppert. So rede ich mit der Hochschule. So, einen Bauernhof bräuchten wir noch. Natürlich. Und dann natürlich auch noch Wohnhäuser. So, Pilgrim hat den Schwefelschacht freigelegt. Super, da steht Wasser drin. Das heißt, wenn wir da eine Mine reinbauen, wird's nass. Das stört unsere Arbeiter doch nicht. Die können doch auch im Wasser zurechtkommen. Oder das müssen sie zumindest, weil ich lasse denen da gar keine andere Wahl. Hier wird vermutlich nicht mehr viel sein. Sieht zumindest auch so nicht so danach aus. Guck mal hier gleich nochmal hin. Wie ihr wollt. Ja, ich will. Ja, ich will. So, Erik, wo bist denn? Hier bist du. Hier war auch nichts. Ach Mensch. So, bau mal schön da bau mal schön. Ach, och nee, und wie das Telefon. Na, bis gleich.
ich verschieße euch mal kurz wieder raus. Tschüss. So, und ich bin wieder da nach einer kleinen Pause, ja, wie gesagt, Telefon mal wieder, also in letzter Zeit ist ja... Och, und es fängt auch noch an zu schneien, der Winter kommt auch noch. Ja, und wie gesagt, ne, in letzter Zeit ist das ja auch irgendwie häufiger mit Telefonaten. Und jetzt ist auch schon wieder hier irgendwie die Musik weg. Ich hoffe einfach mal, dass sie wiederkommt, bevor ich hier nochmal das Spiel neu starten muss. Ach, und da ist sie. Wie gerufen, da kommt sie, die Musik. Na bitte, es wurde auch Zeit. Wo willst du denn hin? Das wurde ja auch Zeit. Wo wollt ihr denn hin? So, Elias, ich denke mal, komm, schnapp dir mal einen Trupp. Lass dich eines Besseren belehren, mein Sohn. So, gucken wir mal, was Elias so auf die Reihe kriegt. Lass, schnapp sie dir. Komm, schnapp sie dir, komm, schnapp sie dir. So, Hauptsache, die machen die Grünen platt und Elias kann sich unseren Truppmann... Ach, Kacke. Nee, das wollen wir nicht. Das kann kein Ungläubiger besser. So, du bist auch fertig. Wir brauchen noch einen Gemeiner. Es gibt hier nicht noch irgendwo... Ist hier vielleicht irgendwas? Komm, hier ist jetzt ein Hof. Ein Dingsbumshaus halt. Na, ihr versteht schon, was ich meine. Erstmal brauchen wir einen Schwefelschacht. Schön. So, was brauchen wir noch alles? Mensch, wir brauchen echt zu viel. So, die Schmiede ist schon mal ausgebaut, das ist gut. Kettenlederrüstung. Achso, wie viel Eisen haben wir? 1291. Da können wir mal stehendes Heer erforschen. Ich glaube, die Festung könnte ich auch mal ausbauen, ne? 500 Taler, 400 Leben, 500 Stein. Ja, mit Stein seid ihr super dabei. Bom. Es gibt nicht genug zu essen. Dann werden wir aber gleich zum ersten Mal eine Zitadelle haben. Oh, da freue ich mich schon mal drauf. Ein Steinbruch. Ha! Siedlungsplatz. Sehr gut. Dorfzentrum. Kein Problem. Bitte schön. Gut, einmal Dorfzentrum haben wir. Salim ist soweit da. Elias ist auch da. Ach Leute, eigentlich brauche ich euch hier oben echt nicht. Kommt wieder runter. Wenn wir nämlich hier unten bald aufmachen, und ich will bald aufmachen, dann brauchen wir alle Truppen hier unten. Ja. Hier im Süden. Ja. Bei mir! An der Basis! Die Basis muss stehen! Erik, ich hoffe, du läufst nicht irgendwie jetzt wild in irgendwelche feindlichen Gebiete rein. Das wäre nicht so gesund. Du schaffst das schon. Ich vertraue dir. Gut, hier ist auch... Ja, das war sowas von typisch. Gleich ist er tot, wenn es so weitergeht. Es ist Zahltag! Ach komm, Erik, du schaffst es. Du schaffst das. Gut, er hat's geschafft. Den Rest dürfte er jetzt überstehen. Gut, Technologie wurde auch erforscht. Dann können wir die Hochschule auch noch ausbauen. Mensch, ist das nicht super. Dann haben wir bald eine Universidad. Universidad. So, was wollte ich noch tun? Irgendwen wollte ich noch für den... Ja. Ich wollte noch irgendwen für den Steinbruch beordern. Hier kommen... Hier unten sind Steine. Die brauchen wir. Jo, mach mal. Bitteschön. Zitadelle! Hä? Ach, der Leibeigene, der war schon mal irgendwann da. Den kennen wir noch. Zitadelle. Wir haben eine Zitadelle. Cool, ne? Erhöht die Sichtweite von Leibeigenen. Oh. Na komm, gönnen wir uns mal. So, und das ist auch bald ausgebaut. Sehr schön. Metallurgie. Das wird auch fein. So, hier, erstmal noch die andere Schmiede ausbauen. Das hat Vorrang. Ja. Erstmal Flaschenzug. So, was ist hier los? So, wir bauen Bauernhöfe und Wohnhäuser. Wohnhaus hier.
Eine neue Technologie ist erforscht. Schön, das ist doch super. Eine neue Technologie. Freuen wir uns immer drüber. So, wo sind die? Da. Gut. Da kümmern wir uns noch drum, das wird schon. Das wird alles schon irgendwie hinhauen. Und es wird wieder warm. Mensch, och Erik. Du bist da ein Depp. Das schaffst du auch jetzt nicht. Oh Mann, ey. Erik, du Vollpfosten. Ja, super. Hat da ja gut hingekriegt. Ja. Auch das nicht. Mensch, Leute, lasst mich in Ruhe. So, du bist gleich fertig und wir können keine Leute dahin kriegen. Aber dann können wir schon mal einen Bauernhof bauen und ein Wohnhaus bauen. Dann können wir hier unten auch noch ganz gemütlich dann die Eisengrube bauen. Wir brauchen die ganzen Rohstoffe doch gar nicht, eigentlich. Weil, wenn das hier unten echt so ein Geheimgang ist, dann wäre es doch richtig easy. Dann können wir auch ganz easy da durchbrechen. Ich probiere es nochmal, aber vorher will ich ein paar Truppen zur Sicherheit haben. So, komm, hier Lanzenträger auch gleich weiterbilden. Dann, das reicht dann erstmal an Lanzenträgern. Da können wir uns dann noch ein paar Schwertkämpfer dazu holen. So, ihr seid auch fertig. Was könnt ihr nochmal machen? Gibt es hier nicht noch irgendwo Lehm? Hier war noch Lehm. Ja, es muss sein. Krieg dich ein. Mach einfach. So. Universität forscht noch. Und, gibt es sonst noch was? Was? Nein, wir könnten Wetter doch nicht erforschen. Verdammt. Wäre schön gewesen, wenn wir mal das Wetter machen könnten, ne? Wir können noch ein bisschen Wetter machen. So, Eisen haben wir ja genügend. Ja, es gibt immer noch Obdachlose. Du kannst mich gern haben, mein Freund. So. Bauernhöfe. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend? Nein, auch du darfst nicht Feierabend machen. Es dauert alles noch. So, na gut, du darfst auch noch nicht fertig machen. 105 Leben noch. Leute, 97 Leben noch. Oh Mensch, ihr wollt mich doch alle verkohlen hier. Wieso habt ihr alle kein Leben da? Wir haben Lehmarmut. Komm, hier, dann könnt ihr in der Zeit schon mal Metallurgie erforschen. Genug Eisen haben wir ja dafür, ne? 1407, 1833, Schwefel haben wir auch alles im grünen Bereich. Dann kommt jetzt Metallurgie, dann können wir uns bald mal ein paar Türme leisten. So, ist doch toll. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ja, und gleich noch eine. Feinde haben einen Verbündeten. Ach, die Verbündeten sollen sich mal nicht so anstellen. So, ihr hier. So, Pilgrim könnte echt mal hier dann gleich aufmachen, ne? Aber nee, das ist mir zu riskant. Nachher kommen dann diese Truppen von denen ständig durch und dann... Nee, das möchte ich nicht riskieren. Das ist mir ein wenig zu riskant. So, Bauernhof geht endlich. Schön. Aber gern. Es wurde auch mal Zeit. Wir können uns einen Bauernhof bauen. La 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 la. Du bist auch gleich fertig, schön. Mal guckst du mal, ob es hier noch Lehm gibt. Gibt es hier noch Lehm? Nein, kein Lehm. Dann läufst du einfach so mal hier runter. Zu dem Eisenschacht. Was sind eigentlich unsere genauen Aufträge? Rettet Volklung und findet den Weg zum Belager. Naja, okay. So, du hast auch fertig geworden. Dann brauchen wir nur 7 Bauern. Nur 7? Wieso 7? Ihr habt nicht genug Wohnhäuser. Erstmal brauchen wir noch Wohnhäuser. Also. So, noch ein Wohnhaus dahin. So, stellt euch alle mal nicht so an hier. Es läuft doch schon. Und ihr müsst arbeiten. Ihr müsst schneller arbeiten. Und die sollen mal ganz ruhig arbeiten. Und wir beenden einfach mal die Mission, würde ich so mal sagen, ne? Wäre doch mal ganz nett. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.